Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Kotonia, zurück hier bei unserem Großkönigspaar Branislav und Gera. Die beiden freuen sich ihres Lebens. Er ist 52, sie ist 49 und vermutlich damit auch in einem Alter, wo sie jetzt keine weiteren Kinder mehr zu erwarten hat. 8 Kinder haben die beiden, das ist ja auch mehr als genug. Zur Erinnerung, am Ende der letzten Staffel gab es einen Krieg, den wir geführt haben, gemeinsam mit unseren Verbündeten, mit den Esten. Die haben einen Angriffskrieg gegen Italien gestartet, um einige Provinzen hier in Finnland. Da mussten wir oder da haben wir geholfen, allen voran unser Erbe und erster Sohn Prinz Andrei, der wirklich ein großer und wackerer Krieger ist. Der hat unsere Heere angeführt und hat das Ganze zum Erfolg geführt. Das Kaiserreich Italien allerdings jetzt auch schon weiter zerfallen. Navarra ist hier neu entstanden. Aber Crotonia ist zum Glück stabil. Wie gewohnt am Beginn der Staffel ein paar Vorstellungen der wichtigsten Charaktere. Vorweg aber noch ein anderer Hinweis. Ich habe einen weiteren Mod mit aufgenommen. Gab es einen Vorschlag in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Und zwar der sogenannte Biografie-Mod, den ich jetzt hier gar nicht sehe, aber doch, eigentlich müsste er hier aktiv sein. Vielleicht muss ich ein bisschen laufen lassen. Warte mal, ich lasse mal 2 Tage laufen oder so. Ah, wie sollte es anders sein? Herzog Wawrzyniec lädt uns ein oder hat uns das letzte Mal eingeladen zu einem Fest. Hatten wir ihm schon ein Geschenk geschickt? Egal, wir machen es einfach nochmal. Unserem guten Freund, der uns einlädt, ihr kennt das Spiel, der bekommt ein kleines Gastgeschenk. So, jetzt will ich aber nochmal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es. Und zwar ist es so, dass man, wenn man auf dieses Symbol klickt oder auf Biografie, dann erscheint hier so eine Charakterbiografie. Das wird aber jetzt erst gespeichert mit Start der Nutzung dieser Mod. Aber das könnte natürlich in Zukunft ganz interessant sein, wenn wir uns ja die Entwicklung bestimmter anderer Charaktere oder so anschauen wollen. Was ist denen widerfahren in ihrem Leben? Dieser rein organisatorische Hinweis, Link zu meiner Mod-Sammlung wie immer in der Videobeschreibung. So, und dann nur ganz kurz die wichtigsten Charaktere. Wie gesagt, wir haben natürlich unsere Könige, König Kamil von Novgorod. Mit dem haben wir inzwischen wieder versöhnt. Der war ja mal oder ist eigentlich immer noch unser Rivale. Aber ich denke, das hat sich alles ein bisschen entspannt. Da gab es ja auch entsprechende positive Signale seinerseits. Wir haben König Janusz von Dänemark, mit dem stehen wir sehr gut. Er ist unser Schwager, gleichzeitig Ratsspitzel. Das ist im Übrigen neu, glaube ich. Unsere Schwester hat sich mit ihm verheiratet. Das hat sie, glaube ich, ohne unser Zutun getan. Sie ist jetzt seine zweite Frau, aber warum nicht? Königin Martina von Dänemark, 43 Jahre alt. Er ist im Übrigen überaus mächtig geworden mit 10.000 Mann, genauso mächtig inzwischen wie König Kamil. Ganz erstaunlich, dieser Aufstieg jetzt des dänischen Königshauses. Dann haben wir unseren guten Freund, Ratsprediger Kasimir, der litauische König, auch schon 68 Jahre alt. Ebenfalls, und das ist unser bester Freund, ist Herzog Wawrzyniec. Der hat inzwischen auch schon 10.000 Männer, also ein unheimlich mächtiger Herzog. Er ist unser Ratsverwalter und wie gesagt, bester Freund. Dann haben wir den Herzog Ilmar, der hier junger Herzog von Lutitia geworden ist. Entfernt verwandt natürlich auch, aber ansonsten keine besonderen Beziehungen. Wir haben Herzog Miroslav von Westgotland noch als mächtigen Mann. Und dann einen durchaus wichtigen Mann, nämlich den Herzog von Masowien. Freund von uns, der dort exquisites Essen aufgetischt hat. Dann gibt es noch diese beiden, die wir als Mündel so ein bisschen unter unsere Fittiche genommen haben. Jolanta und Jaromir. Das vielleicht als die wichtigsten Personen. Jetzt kommen wir zu ein paar Aktionen, die wir machen müssen, unsere Kinder betreffend. Und zwar gab es einen Vorschlag, den ich ganz spannend finde, Prinz Julius betreffend, der ist 16. Den müssten wir jetzt eigentlich verloben. Er ist aber, und damit schlägt er ziemlich aus der Reihe, er ist religiöser Eiferer und Glaubenskrieger. Das ist, ja, wir sind zynisch und haben damit wenig am Hut. Und da sind wir auch so ein bisschen skeptisch und zurückhaltend ist Branislav in der Hinsicht. Allerdings wissen wir, er bedient sich durchaus der Ordenskrieger bei seinen Kriegen. In der Richtung respektiert er, die aber er mehr als, wie soll ich sagen, willfährige, kämpfende Diener sieht er darin eigentlich nicht. Aber er könnte sich vorstellen, weil dieser Junge entsprechendes Talent hat, dass man ihm eben nicht in die Erbschaftsreihe mit aufnimmt. Das
findet er vielleicht auch gar nicht so passend. Als religiöser Eiferer findet er das eher lächerlich. Aber, dass man ihn hin zum Kriegerorden schickt, das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee eigentlich. Deswegen werden wir ihn jetzt bitten. Das kostet uns ein bisschen Frömmigkeit. Er scheint das auch anzunehmen. Ich denke, das passt zu ihm sehr, sehr gut. So, das ist die erste Entscheidung, die wir zu treffen haben. Die zweite betrifft diese Tochter hier, Prinzessin Salomea. Sie ist 16, inzwischen auch erwachsen und sie ist ein besonderes Mädchen, denn sie ist zart und empfängnisunfähig. Aber sie ist unfassbar schlau, besonders für ihr Alter, Bildung 21. Sie ist eine gescheite Person, interessanterweise. Und wir hatten sie, glaube ich, auch als Mündel unserer Hofärztin gegeben. Außerdem haben wir selber diese Zuneigung zu diesem Thema der Medizin. Und ich könnte mir vorstellen, dass er möchte, dass diese Tochter Rosa, unsere Ärztin, die schon die Ärztin unseres Vaters war, dass sie diese ersetzen soll. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das geht, aber ich glaube ja. Deswegen werden wir sie nicht verheiraten, beziehungsweise wenn, vielleicht später nur an unserem Hofe verheiraten. Wir werden ihr also kein Land geben. Ich glaube, das passt in diesem Zusammenhang ganz gut. Soweit dazu. Sie bleibt also jetzt quasi erstmal ohne Mann am Hofe und wir stellen uns vor, dass sie weiter in der Ausbildung von Rosa ist. Ich möchte aber Rosa, falls ihr nicht wisst, von wem ich spreche, das ist diese hier, inzwischen auch schon 69, möchte sie aber nicht ersetzen. Jetzt, sie soll das bis zu ihrem Lebensende hier tun, was sie tut. So, das nächste, was interessant ist, ist, dass in Estland es Veränderungen gegeben hat. Erstmal ist dort jetzt König Sigmund an der Macht, schon 64, aber sein Vater ist so uralt geworden. Aber das Interessante ist, dass dieser nur einen Sohn nur noch hat, weil der Älteste gestorben ist. Woran eigentlich? Er starb eines natürlichen Todes im Alter von 18. Das ist ja wohl ein bisschen absurd, oder? Naja. Wir haben Prinz Jan und Prinz Jan ist 10 und hat keine Verlobte. Das ist natürlich spannend. Er wird der Erbe des Königreichs sein. Was gäbe es jetzt für Möglichkeiten? Aus unserem Hause gäbe es tatsächlich noch die Möglichkeit, natürlich eben diese Prinzessin Salomea zu nutzen. Aber wäre er jetzt irgendwie besonders, wie soll ich sagen, darauf aus, jetzt unbedingt dort die beste dynastische Partie zu machen in dieser Hinsicht, dann würde er das vielleicht durchdrücken. Aber sie ist älter, sie ist tendenziell unfruchtbar. Das ist irgendwie auch kein... Ja, wie soll ich sagen, eine schwierige Konstellation würde man vielleicht auch normalerweise nicht machen unter Verbündeten. Und außerdem sieht er sie als eben die Ärztin seines Reiches. Deswegen wird er diese Sache nicht in Betracht ziehen, sondern wird tatsächlich unsere Nichte, das Mündel, Jolanta, hier vorschlagen. Wir werden das mal matrilinear trotzdem eintüten, ins Haus Krutoy geboren und wir werden diesen Vorschlag abschicken. Also dieses kleine Mädchen kann dann zukünftig Königin von Estland werden. Das ist doch auch eine hübsche Entwicklung, nachdem ihre Mutter, die glaube ich immer nur verheiratet war mit diesem irgendeinem Stammesfürsten aus dem Norden, nachdem die früh verstorben ist. So, das wäre es eigentlich. Ansonsten gab es noch einen guten Vorschlag, den will ich auch noch aufnehmen. Und zwar bezüglich Masowien kam der Vorschlag, ob wir nicht investieren, machen wir vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, in die Felder Masowiens. Das finde ich eine witzige Idee. Die Frage ist hier schon, schaut mal, Wiesen, da könnten wir jetzt Geflügel stellen. Ja, perfekt. Das machen wir mal. Also wir werden jetzt alle potenziellen Quellen für gutes Essen in Masowien werden wir jetzt finanzieren. Ansonsten machen wir weiter und das Verlöbnis wird angenommen. Sehr schön. So, Kriegerorden. Jetzt bin ich gespannt. Julius wartet draußen auf mich. Seine Habseligkeiten und sein Gefolge sind bereit zur Abreise. Also Vater, wohin wird mich diese Reise führen? Ja, ich denke natürlich zu unserem ureigensten Kriegerorden. Nur damit wir sicher gehen, es sind die Krieger von Perun. Dort werden wir ihn hinschicken. Die hatten doch auch gerade so einen schlechten Anführer, wenn ich mich entsinne, oder? Ja, ein Dreier. Das ist ja wirklich erbärmlich. Großmeister Skarbimir. Ich hoffe, dass er dann diese Funktion übernehmen wird. Krieger von Perun, hier. Genau, also. Er erhält die Eigenschaft Ordensmitglied, eine Hingabestufe.
Okay, und er tritt dem dortigen Hof bei. Ortsmitglied bringt ihm nochmal Kriegsführung plus 1 und Kampfgeschick plus 4. Aber er fliegt natürlich raus aus der Erb. Als Erbberechtigter. So, wir sind bei unserem Freund und natürlich ist es dort wie zu Hause. Und wir werden wieder gelobt und hofiert. Wunderbar. So, was ist hier noch passiert? Oh, es gibt wieder ein Versprechen. Und zwar ein Versprechen bezüglich unseres besten Freundes und Ratsverwalters. Naja, gut. Also da haben wir kein Problem mit. Ganz egal, wie die Umstände aussehen, wir werden es erfüllen. Mal gucken, um was die Wette ging. So allgemein. Es ist immer schöner, wenn es irgendwie ein konkretes Thema hat. Mal schauen, ob er sich mal meldet. Hier oben der Kleinkönig Alf von Jämtland. Der hat im Übrigen seinen Krieg gewonnen. Das war ein Religionskrieg, den einer unserer Grafen hier angezettelt hat. Oder ein Herzog. Bin mir gar nicht so sicher. Nee, es war hier dieser Graf. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass die den Kriegerorden mobilisieren. Die Sache ist nicht gut ausgegangen für sie. Jetzt könnte man vielleicht argumentieren, dass es dann Sache des Großkönigs ist, hier einzugreifen. Aber es war ein Religionskrieg und weder Branislav noch unser Sohn ist da besonders, ja, wie soll ich sagen, in dieser Richtung gepolt. Und zumal er ein gerechter Herrscher ist. Gut, vielleicht, wenn er König wäre, würde er das, oder Großkönig werden, würde er die Gelegenheit nutzen, einfach um kriegerische Erfahrung zu sammeln. Aber Branislav wird diesen Krieg jetzt nicht anstreben, schon gar nicht als Religionskrieg. Dazu gibt es meines Erachtens jetzt zu wenig Gründe. So, wir sind wieder zu Hause. Lebt wohl, mein Cousin. Das war alles bestens. So, wer hat hier noch einen Krieg verloren? Herzog Karel von Samogitia. Okay, der hat versucht. Nein, wartet mal, Quatsch, andersrum. Karel hat den Krieg gewonnen und er hat tatsächlich, oh mein Gott, der hat tatsächlich hier relevante Gebiete erobert. Ich glaube, das sind diese Provinzen gewesen, um die er gekämpft hat. Ja, der König von Stanislav von Galizien-Volinien, genau, dem hat er das Land weggenommen. Also, damit ist Krotonia wieder weiter gewachsen. So, Pädagogik, Jaromir Krutoi. Achso, der ist wahrscheinlich. Nee, der ist nicht erwachsen geworden. Der hat einfach so an Verwaltungskompetenz gewonnen. Na, das ist doch schön. Und es ist wieder an der Zeit, Leute. Wir können ein eigenes Fest mal veranstalten. So, das können wir jetzt mal ausblenden. Das ist auch eine Mod-Funktion. Wir wollen jetzt wieder ein eigenes Fest mal haben. Willkommen! Mal schauen. Das sind ja immer die gesellschaftlichen Höhepunkte, wenn der Großkönig selbst es ausruft. So. Ach, schon wieder. Es war ein so angenehmes Festmahl gewesen, doch dann tauchte er auf. Kann denn nicht ein einziger Abend ohne den Gestank von König Kamil vergehen? Okay, von wegen Annäherung. Das Schlimmste ist seine näselnde Stimme in meinen Ohren, als er sich neben mich drängt. Warum die sauertöpfische Miene, Branislav? Wie gern möchte ich ihm doch ins Gesicht schlagen. Okay, das Ganze ist ruiniert durch unseren Rivalen. Also, vergesst das, was ich über Annäherung gesagt habe. Ein sündhafter Graf wurde bloßgestellt und es gibt einen neuen Krieg. Okay, wow, das ist sogar eine ziemlich große Sache. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Unsere Vasallen sind echt umtriebig. Welch grandioses Festmahl, ja, genau. Das war natürlich die Leistung von Geira, ganz klar. Auslösen, richtig, wir haben noch Gefangene, das habe ich noch vergessen. Das Thema werden wir auch noch uns anschauen. Aber erstmal hier, es geht um das Herzogtum Bjarmia, da oben, ernsthaft? Bjarmaland, wer kommt denn da ran? Es geht aber, nein, es geht um Teile, die dem König von Ruthenien gehört. Okay. Vermutlich um dieses Gebiet hier. Was dazugehört, die Jure, schätze ich mal. Ja, obwohl, das ist Smolensk. Bin nicht ganz sicher. Religionskrieg um Bjarma. Doch. Ja. Wir sehen es hier. Diese Gebiete, die gehören zu Ruthenien. Die will sich der krotonische
Graf holen. Auch das wäre eine ziemliche Erweiterung der Reichsgrenzen. Enorm. Eine Fraktion ist geschaffen worden, russisch-orthodoxe Populisten, und die Gäste gehen. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Vorzug ist verfügbar. Wir sind ja hier bei Schwerpunkt auf Familie und wir machen genau hier weiter. Herz der Familie, Meinung, enge Verwandtschaft plus 15. Auch das passt sehr gut, dass wir mit in das, was wir mit ihm bisher erlebt haben. Der nächste Krieg geht los, diesmal. Okay, Herzog Antoni von Großpolen wird angegriffen. Das ist allerdings ein interner Krieg. Nun gut. Mündel profitiert von Unterweisung. Leszek, Gera macht ihre Sache mal wieder ganz gut. Und Leszek wurde jetzt unser Freund. Das ist der Bruder des Mädchens, das wir gerade nach Estland verlobt haben. Auch ein Mündel von uns. Und er scheint irgendwie in Kriegsführung erhöht. Mhm. Obwohl wir das gar nicht unterrichten. Aber interessant auf jeden Fall, ein weiterer Freund. Festmahl. Die nächste Einladung. Ich würde mal sagen, das nächste Geschenk wird Zeit. Aber warte mal, wir haben kein Geld, oder? Doch, hier, Quatsch, Geschenk schicken. Jetzt sehe ich schon nicht mehr die Geschenkoption. Es wird natürlich ein Vergnügen sein. Wir werden wie immer begrüßt. Aber ich hatte ja gerade gesagt, ich will mich eigentlich um die Gefangenen kümmern. Ich habe mir die schon mal angeschaut. Das sind alles Gefangene aus diesem Krieg gegen Italien, den wir teilweise in Frankreich geführt haben. Und da gibt es zwar ein paar hochkarätige Charaktere. Diese Prinzessin war wahre, aber charakterlich wiederum haben wir da, hegen wir keinen besonderen Groll oder haben kein besonderes Interesse. Aus dem Grund werden wir Massenlösegeld machen und das gibt dann ein bisschen Lösegeld. Wir sehen es direkt und die anderen werden wir dann gegen ein schwaches Druckmittel entlassen. Gibt keinen Grund, warum die hier bei uns bleiben sollten. So. Okay, klar. Sie stimmt zu. Himmlisches Festmahl. Oh, wartet mal. Haben wir... Oh, es gibt eine... Ha! Es gibt eine zweite Provinz, die uns möglicherweise noch fantastischer bedient. Oder wo das Essen noch besser schmeckt. Okay, Herzog Paxut von Pomerellen, so wie es aussieht, ist hier der große Koch. Ja, unsere Gastgeber, die überbieten sich jetzt hier nach und nach mit dem Angebot an Speisen. Okay, gut zu wissen, das ist ja unglaublich. Leidenschaft fürs Leben, prima. So, das sind jetzt alle, die wir jetzt hier ohne Lösegeld entlassen haben. Für das Druckmittel Boden des Kruges. Was ist hier oben? Ablass. Wollen wir nicht, können wir nicht, kriegen wir nicht mit. Hört sich gerade, wie ein leerer Krug auf dem Tisch abgesetzt wird. Okay, hab Dank. Ich würde mal sagen, ja, wir nehmen gerne, aber 10% Wahrscheinlichkeit für Trunkenbold. Allerdings ist diese Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten. Überhaupt erstaunlich, dass er ja so lange immer ein Festmahl nach dem anderen besucht hat und nie zum Trunkenbold geworden ist. Finde ich schon bemerkenswert. Fraktion hat sich aufgelöst. Ablass können wir ignorieren. Heute herrscht Unruhe zwischen den Kindern. Jaromir wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Eine Predigt? Ernsthaft? Okay. Leszek ging dazwischen und konnte den Streit beenden, bevor jemand verletzt wurde. Gut, hier geht es wieder darum, welche Eigenschaft wir bevorzugen. Und zwar geht es um Leszek. Also, das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Eigentlich müssten wir ihn jetzt loben, weil es inhaltlich gegen, ja, gegen eine Predigt ging. Und das finden wir ganz gut, dass hier Jaromir nicht mit sowas anfängt. Insofern, habt keine Angst, stürzt euch ins Gefecht, wenn ihr müsst. Und damit wird er tapfer, was jetzt einfach nur ein Nebeneffekt ist.
Ein hartes Urteil, ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Neffe Jaromir davon dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er antwortete, dass das Urteil deutlich zu hart gewesen sei für ein derart geringes Verbrechen. Aha. Okay. Ja, ich glaube, in diesem Punkt können wir ihm zustimmen. Die Strafe war dem Verbrechen in der Tat nicht angemessen. Und was haben wir hier? Thronanspruch. Meine Vasallin Gräfin Stanislava hat Anspruch auf das Großkönigreich von Krotonia angemeldet. Offenbar gab es vor Generationen eine strategische Heirat zwischen unseren Dynastien, die sie nun nutzt, um einen Erbschaftsdisput zu erzwingen. Ernsthaft? Gräfin Stanislava, wo ist die dann bitte? Zirkipania? Das ist ja ein Ding. Sollten wir mit der irgendwas Spezielles machen? Titel aberkennen wäre vermutlich... Ne, Titel vergeben wollte ich auf keinen Fall. Das ist ein Akt der Tyrannei. Ich würde sagen, das ist mal einer der seltensten Fälle, wo wir plötzliche Anspruchsteller, wo wir mal jemanden unseres Hofes, sie schafft auch gleich eine Fraktion, lossenden und wir vielleicht erzählen wir König Janosch davon, dass wir da Sorgen haben. Er ist nicht wirklich talentiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da einfach mal Nachforschung anstellen, was da vor Ort irgendwie los ist. Ist diese Fraktion mächtig? Gucken wir uns gleich mal an, ob da noch weitere Leute hinzukommen. Das sind Komplotte. Hier haben wir die Fraktion. Im Moment noch nicht. Okay. Wir sind zurück zu Hause. Haben also jetzt das neue, beste Essen gegessen. Vielleicht auch das zweitbeste. Und da ist ein Krieg verloren gegangen für die Königin von Navarra. Ein Religionskrieg für das Herzogtum von Aragon ist gewonnen worden. Navarra wird dementsprechend kleiner. Also selbst das zerfällt jetzt noch. So, die nächste Fraktion ist erschaffen worden. Okay. Ein Bündnis ist ausgelaufen, weil der König von Estland, uiuiuiui, tatsächlich gestorben ist, jetzt schon. Und damit ist Jan der Dritte König von Estland, 12 Jahre alt, und unsere Nichte, unser Mündel Jolanta, ist an seiner Seite. Dadurch ist auch ein Bündnis automatisch wieder entstanden. Also das gute Verhältnis setzt sich fort. Und unser Freund, schaut mal, der Herzog von Masowien ist nun gestorben. Das war derjenige, der uns so gutes Essen zubereitet hat. Wisst ihr was? Dann, wo haben wir denn hier Pomerellen? Warte mal, gibt es gar kein eigenständiges Pomerellen? Doch müsste es eigentlich geben. Hier oben, Herzog von Pomerellen, der Pax. Okay, dann ist das jetzt unser neuer kulinarischer Favorit. Ich würde sagen, weil das so fantastisch war, werden wir auch hier versuchen, eine Freundschaft anzustreben. Und dann werden wir, glaube ich, hier dann lieber die Felder finanzieren. Gibt es denn hier Felder? Wartet. Irgendwas wird es geben. Hier ist ja noch gar nichts ausgebaut worden. Okay, Jagdhütten. Ich meinte, das hat ja auch was mit Essen zu tun. Blutenzwinger vielleicht nicht so sehr. Okay, da wird gerade schon gebaut. Da können wir noch nicht so viel machen im Moment. Diese beiden haben wir noch, die wir... Das sind zwar jetzt nicht seine direkten Domänen. Aber hier zum Beispiel. Weiler können wir mal verbessern. Ein kleines Geschenk. Zusätzlich wegen dieses fantastischen Essens. Und auch das verbessern wir nochmal. Okay, Ablass wird weggeklickt. Weiter geht's. Ein Nachbarschaftskrieg ist entschieden worden. Graf Thomas gegen Herzog Wigu. Herzogtum. Euer Nachbar Graf Thomas hat einen Krieg gewonnen. Wo ist denn Graf Thomas? Okay, das hat aber nichts, betrifft nicht unser Reich. Okay, alles klar. Das ist da intern. Insofern nicht ganz so spannend. Der ist hier mächtiger geworden. Herzog Landfried wechselt die Kultur.
Von Bayerisch zu Polnisch, nicht schlecht. Und Herzogin Magda hat gegen König Jürgen gewonnen. Auch das nichts mit unserem Reich zu tun. Herzog Meißen gegen König von Friesland. Also die Meißner haben sich vergrößert. Die werden jetzt hier ein richtig relevantes Herzogtum mit 11.000 Mann. Enorm. Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Mal wieder Gera macht ihre Sache erneut großartig. Und irgendwie wiederholt sich das wirklich ziemlich, dieses Gefasel unseres Nachbarn. Nun ja, Festmahl in Smallland und ein Geschenk wird rübergereicht. Es wird natürlich ein Vergnügen sein. Wir können die Küche riechen. Okay. Also, er meldet sich und ist der Meinung, dass bei Stanislava gar nichts zu holen ist. Geheimnisse gibt es dort nicht. Na gut, er weiß es am besten. Dann lassen wir das. Hat sie denn inzwischen schon irgendwelche Unterstützer gefunden? Nein, sie ist wirklich komplett isoliert. Also keine Sache, die jetzt auch unbedingt jetzt unsere Priorität hat. So, wir erfahren etwas von einem Mord von Herzog Tomasz. Smallland, höchst interessantes Gefasel. Wen hat er denn ermordet? Starb unter mysteriösen Umständen, also vermutlich Stanislava von Wilmerby. Tja, uns nicht bekannt. Eine Unterhaltung mit Editha. Höfische Bündnisse. Das interessiert uns eher wenig. Soll sie lieber über sich sprechen, ist auf jeden Fall interessanter. König Jürgen hat einen weiteren Krieg verloren, diesmal gegen Niederlothringen. Jürgen von Friesland. Okay, also Lothringen ist größer geworden durch diese Aktion. Und hier sind wir wieder zurück nach zu Hause. Leb wohl, geschätzter Vasall. So, wer ist gestorben? Bertha. Das ist die, die doch durch den Wettgewinn in den Rat gekommen ist. Ich erinnere mich. Das ist natürlich vielleicht jetzt der Moment für eine komplette Ratsumstellung. Weil es gibt hier einige andere Möglichkeiten, die wir noch haben. Erst nämlich, wow. Der ist auch unglaublich gebildet, König Janosch. Aber da hat er natürlich den ersten Anspruch. Auch wenn ja sein Verstand so langsam zu welken beginnt, kann man das so sagen? Vielleicht. Ratsmarschall. Es gibt jemanden Gutes, den wir nehmen können. Wir gucken, wir sortieren hier erstmal, ob es jemanden gibt, mit dem wir wirklich befreundet sind. Wir haben natürlich unseren Sohn und Erben. Das würde natürlich sehr, sehr naheliegen, das zu machen. Wir könnten auch Wawczynek nehmen. Gibt es zum Beispiel dann jemanden, bei dem sich das andere anbieten würde? Herzog Ilmar, mit dem sind wir etwas enger verwandt, aber ich würde sagen, die Variante, dass wir hier unseren Sohn nehmen, die gefällt mir eigentlich am besten. Wir wollen ja unsere Kinder auch um uns haben, also das passt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Prinz Andrei kann hier also das machen, was er am liebsten tut. Truppen befehligen und sei es nur bei Übungen und im Manöver. Und damit sind wir erstmal am Ende hier dieser ersten Folge angekommen. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.